Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Bis er den Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Nun, lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Sir, der ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Achtung, Crew! Feindlicher Droide läuft frei herum. Bravo, nicht anfassen! Das ist verboten! Komm über das Lüftungssystem zu mir. Du machst mir so viel Sorgen. Wirklich? Weißt du, wer in unserem Zellenblock sitzt? Jemand Wichtiges vom Imperium. Spezialeinheit. Ganz genau. Das gefällt mir nicht. Die Lüftung schon wieder. Endo ist wirklich nichts Besonderes. Stimmt, genau. Warum bauen Sie dann den Mondstern? Haben wir vom Sanctuarium-Mond gehört? Nein, das ist der Grund. Der Altmond Endo ist nicht gerade bekannt in der Galaxie. Oberkommando fordert Bericht über abgefangene imperiale Nachricht. Danke. Wir brauchen... Hey, wie läuft's mit der Entschlüsselung? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Endor. Dauert länger als erwartet. Die Verschlüsselung ist überraschend komplex. Ich gebe mein Bestes, kann aber nichts versprechen. Ich geb's weiter. Yeah.
Zone sind zu viele Rebellen. Such einen anderen Weg. Erst fangen wir die imperiale Nachricht an. Dann erreichen wir einen Elite-Truppler. Und sie haben den neuen Todesstern entdeckt. Ja, alles geht. Gutes Timing. Gehen wir. Agent Hask, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Hey, genug jetzt! Du bleibst da drin bis nach Endor. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin, setz dich und sei ruhig. Ahne die Rebellen, dass sie gefangen werden wollen. Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Kommandant. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galan-System leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sallus-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Agent Hask, ich bin bei der Kommunikationszentrale.
Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Hack das Ding. Verschlüsselte Infos gefunden. Exfiltration ein. 3, 2, 1.
Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch, der Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Kumar. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion.